don't sweat the technique. Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Technik Check Tuesday. Es ist tatsächlich heute Dienstag und ich bin fucking super müde. Ich habe echt schlecht gepennt. Aber ich muss das Video jetzt direkt aufnehmen, damit ich es fertig machen kann, weil ich den ganzen Tag was zu tun habe. Struggle is real. Egal, wir haben wieder eine Premium-Folge Technik Check Tuesday am Start mit dem Spezialgast Ron heute. Wenn ihr nur aus dem Clickbait-Gründen gekommen seid und nur Ron sehen wollt, dann springt zur Timeline, die ganz oben in der Description verlinkt ist. Schaut euch nur die Stelle an, aber hinterlasst trotzdem ein Like. Schenkt mir doch trotzdem ein Abo. Und wenn du auf Clickbait stehst, dann stehst du bestimmt auch auf Bücher mit vielen Bildern. Also kauf dir auch noch gleich meinen Technik-Check, um deine Technik zu verbessern. Sind fucking super viele Bilder drin. Alrighty, ich rede nicht mehr viel rum, wir starten direkt ins Video. Let's roll! Was zum Teufel war das für ein Move? Okay, als erstes haben wir Jörn mit einer Halberbeuge, hier mit 110 Kilo für 3. Das sieht insgesamt echt super aus. Ich denke, dass du noch ein bisschen mehr aufrecht bleiben könntest. Besonders im Weg nach oben möchte deine Hüfte gerne zuerst hoch und du gerätst damit ein bisschen in Vorderlage. Das weist du im Grunde auf etwas schwächere Quads hin. Also da kannst du ruhig noch ein bisschen Volumen draufhauen, auch durch unspezifische Übungen. Ich kann es natürlich von hier nicht erkennen, allerdings glaube ich, dass deine Knie noch nicht weit genug auseinandergehen im unteren Teil der Bewegung. Also um nochmal darauf einzugehen, die Quads jetzt. Ich habe im letzten Video auch mal gesagt, dass das auch auf eine Schwäche in der hinteren Kette hinweisen kann. Je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Aber generell bleibt es immer so ein bisschen Fischen im Trüben und so groß sind diese Unterschiede dann auch nicht. Aber in der Regel wird das auch schwächere Quads hinweisen. Denn ansonsten würde es dir wahrscheinlich leichter fallen, im Oberkörper stabil hochzukommen, während du dich mit den Quads halt in den Boden schiebst. Andererseits hat es aber auch die hintere Kette hat auch einen Einfluss darauf, inwieweit du dich dann eben wieder aufstellen kannst, deine Hüfte wieder aufstellen und deinen Rücken gerade halt oder beziehungsweise aufrecht halten kannst oder mehr aufrecht oder weniger aufrecht. Wie auch immer. Ja, ich kann es wie gesagt von hier nicht ganz erkennen, aber ich denke, dass du deine Knie im unteren Teil der Bewegung noch ein bisschen auseinanderbringen kannst. Hier bei 120 Kilo für 2 fällt dir das auch schon schwerer, eine ausreichende Tiefe zu erreichen. Also kurz und schmerzlos. Hier bei 130 Kilo, für den einen sieht man es noch stärker, dass die Knie müssen ein bisschen weiter nach außen und dann wirst du dich auch ein bisschen tiefer absetzen können. Und ja, bring noch ein, zwei Zusatzübungen für die Quads mit rein und dann gucken wir uns das in Zukunft nochmal an. Wow, zum ersten Mal haben wir Sumo-Heben hier von Kai. Und du hast geschrieben, dass du gerade umgestiegen bist, beziehungsweise mit dem weiten Stand begonnen hast. Und ja, ich möchte, dass du an deiner Hüftöffnung arbeitest. Hier erkennt man wirklich gut, dass die noch nicht ausreicht. Also in einer perfekten Welt hätte ich gern vertikal zum Boden aufgestellte Schienbeine, also zumindest für deine Standweite und die Knie über dem Sprunggelenk. Dafür müsstest du deine Hüfte noch um einiges mehr öffnen. Allerdings wird dies viele andere Probleme im Heben auch gleichzeitig lösen, die mir jetzt auch so auffallen. Sobald du den Stand verbessert hast, hätte ich gerne eine stabilere Startposition. Und damit meine ich im Grunde, dass du dich langsam und mit Geduld gegen die Stange in eine stabile Position ziehst. Pull the slack out of the bar, würde man im Englischen sagen. Also du setzt dich nicht noch weiter hin, wo vielleicht sogar noch ein bisschen Luft wäre, aber dann würde wahrscheinlich auch wieder die Hüfte zuerst hochkommen. Sondern du bringst Spannung auf die Hantel, indem du halt fest dran ziehst, dich in eine bessere Position ziehst, bis es soweit ist, dass das Gewicht vom Boden abhebt und dann bleibst du auch geduldig und schiebst mit den Oberschenkeln in den Boden, bis du das Gewicht nach oben treibst. Also was dir momentan passiert, ist, dass du eben anfängst zu heben, deine stabile Position aufgibst, deine Hüfte hochkommt und du dann ja die Stange hochziehst und arbeite eben daran, die Quads kraftvoll in das Heben zu integrieren, sodass die Stange und dein Oberkörper gemeinsam die Aufwärtsbewegung beginnen. Hier habe ich ein Kniebeugen von entweder Lukas oder Yannick. Ich habe irgendwie in der Mail das noch nicht so ganz durchgeblickt, wer von euch wer ist. Ich glaube, das hier ist Lukas. Also Lukas, dein Beugen sieht richtig gut aus. Ich habe hier nichts auszusetzen. Du bist noch koordinativ ein bisschen unsicher. Also es sieht zumindest so aus. Das sieht man schon. Allerdings solltest du mit ein bisschen Übung und Übung und Übung das auch rausbekommen. Also mit der Technik kannst du definitiv losballern. Nimm dir Zeit und Geduld für den Prozess, für den Prozess des Progress. Aber ja, technisch super, eben noch etwas unkoordiniert, aber super. Dreimal beugen die Woche und Abfahrt. Hier zum Heben von dir und da gilt dasselbe. Super Technik. Also wir sprechen uns wieder, wenn du 200 beugst und 250 hebst. Eigentlich würde ich ja so gute Techniken auch gar nicht mehr mit reinnehmen. Allerdings zeugen sie immer noch gut als Beispiel. Und ich habe bei vielen Liftern bemerkt, dass ein bisschen so das Selbstvertrauen in der Übung fehlt und einmal Bestätigung her soll. Und ja, das hast du hiermit zu approved. Du hast auch noch einen M-Rap hinterher geschickt mit 155 Kilo im Kreuzheben. Technisch auch gut.
Aber du machst einen M-Rap, steh da oben nicht so lange rum. Drück einmal kraftvoll die Hüfte nach vorne, lass wieder ab. Du hast mir auch geschrieben, dass dein oberer Rücken stetig an Spannung verliert. Und ja, da kannst du auch definitiv noch ein bisschen stärker werden. Ich würde dir dazu gezielte Übungen für Hypertrophie im oberen Rückenbereich empfehlen und eben auch gezielte Übungen, um die Spannung zu verbessern. Also du wärst ein guter Kandidat für Snatch Grip Deadlifts. Hau dir davon welche in den Plan. Du hast ja schon geschrieben, dass du Romanians gemacht hast. Mach Snatch Grip Deadlifts, vielleicht auch Snatch Grip Romanians, das ist mir relativ egal. Auf jeden Fall irgendwas im Snatch Grip. Und ja, generell, wenn euch noch der Trainingsplan für die super Techniken fehlt, dann holt euch bei mir im Programming. Ich kann dir auf jeden Fall das richtige Zusammenschluss sein. Schau einfach auf meiner Website vorbei. Besonders in der letzten Rep, also da fällt die Rundung nochmal stark auf und dein Lockout ist auch nicht mehr ganz vorhanden. Also tatsächlich hier gezielt stärken, also den Lockout und die Rundung im Rücken auf der Aufwärtsbewegung. Du hast auch noch Videos von deinem Kollegen Yannick mitgesendet und ja, es gilt dasselbe. Ihr beiden arbeitet scheinbar stetig und gut an eurer Technik. Es wird Zeit für euch loszuballern. Dein Beugen sieht auch super aus. Das Heben und auch das Beugen ist ein Schmaus für meine Augen. Gaumenschmaus? Fuck, ich kann keine Redewendung mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie euer Trainingsplan aussieht, aber legt erstmal eine Weile den Fokus auf Hypertrophie. Ballert ordentlich Masse, um es mal YouTube-gerecht zu sagen. Gerne dürft ihr auch etwas also von den Fokusübungen dafür abweichen und irgendwie den Leg Press einbauen. Hauptsache, ihr ballert ordentlich Masse. Alrighty, kommen wir jetzt zu unserem Star dieser Folge, Ron. Ron und dem Kreuzheben. Ich habe im Übrigen Ron dieses Jahr in Köln kurz kennenlernen dürfen. Der war mit Tapia und ein paar Kollegen bei uns in der Bude zur FIBO und die wollten irgendwie feiern. Stabiler Kerl auf jeden Fall. Also ich war vorbildlich schon auf dem Weg ins Bett mit meinem gebrochenen Arm. Aber er hat echt einen stabilen Eindruck auf mich gemacht. Genau wie in den Videos. Wir wollen heute aber nicht seine Persönlichkeit beurteilen, sondern seine Technik im Kreuzheben. Hier habe ich ein Video gefunden mit dem Titel Deadlift Day. Ich habe jetzt das Warm-up mal geskippt und wir sind beim, ich glaube, Arbeitssatz mit 180 Kilo. Er benutzt Zughilfen, startet vom Mittelfuß, stabil, rundet etwas ein. Ich finde, das kann man auch tolerieren, meiner Meinung. Bei der ersten Rep macht er etwas, was die meisten Pumper eben so tun. Also zieht das Gewicht bis zum Oberschenkel, legt es da so ein bisschen ab und lehnt sich dann nur noch zurück. Dabei muss der Rückenstrecker quasi das gesamte Gewicht ziehen. Und dabei sollte dieser Rückenstrecker eigentlich über den ganzen Lift isometrisch kontrahiert bleiben, also einfach nur fest. Aber egal, ich meine damit jetzt für den letzten Teil der Bewegung. Er streckt einfach viel zu früh die Knie durch und muss sich damit dem Rücken aufstellen. Bei der nächsten Rap macht er das teilweise besser, teilweise nicht. Aber hauptsächlich, weil er Touch-and-Go bounced. Ich meine, Touch-and-Go bouncen ist eigentlich immer scheiße, aber er macht das so, wie er es macht, gar nicht schlecht. Also typischerweise fallen Athleten dabei nach vorne und stoßen irgendwie die Handel von sich weg und kommen halt wirklich in eine Kackposition, wo sie noch mehr am Rücken einrunden. Aber Ehrenmann Ron macht das nicht. Stabil. Jetzt macht Ron noch pausiertes Heben hinterher. Also gar nicht schlecht. Dadurch hat er sicherlich seine gute Kontrolle über die Stange bekommen beim Touch-and-Go. Ich sehe die Pause eigentlich etwas niedriger. Also er macht die ziemlich hoch, also so auf Kniehöhe. Ich würde ihn coachen zu pausieren, sobald die Stange vom Boden verlässt, um damit eben gezielt am Einrunden zu arbeiten und seiner Startposition insgesamt. Also insgesamt zieht er mir da einfach ein bisschen zu aggressiv und ungeduldig an der Stange. Ron, falls du es sehen solltest, nimm dir da ruhig etwas Zeit, zieh dich fest in die Stange, bis die Stange sich leicht biegt, pull the slack out of the bar auch wieder und dann heb sie geduldig und mit vollem Fokus aus einem geraden Rücken vom Boden. Du reißt einfach noch ein bisschen zu aggressiv davon. Also deine Form ist insgesamt nicht schlecht. Ein paar kleine Cues und du könntest sicherlich damit super stark werden und sie könnte vor allem eben noch besser werden. Gleich die doch mal an den nahezu perfekten Techniken ab, die wir vorher von Lukas und Yannick hatten. Also ich gehe jetzt eh nicht davon aus, dass du das Video siehst, aber auf jeden Fall kannst du da noch ein bisschen was verbessern, aber insgesamt sieht das gar nicht schlecht aus. Also ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall schon mal von Stabilität reden. Alrighty, zuletzt haben wir heute Misha, das Video wird ein bisschen kürzer, ich muss die ein bisschen eingrenzen. Und der drückt mal eben 187,5 Kilo bei 90 Kilo Körpergewicht. Stabil. Und ja, ich habe hier nichts zu kritisieren, weil nach YouTube-Law darf ich Leute nicht kritisieren, die stärker sind als ich. Mit 90 Kilo 187,5 drücken würde ich bei Akko dann auch schon mal für nicht mehr Nerdy sein qualifizieren. Also kann gut sein, dass du bald in seinen Videos auftauchst. Obwohl ich hier keine Ahnung habe, ob du Nerdy bist oder nicht. Du hast ja gar nichts dazu gesagt. Spielt ja auch gar keine Rolle. Ich möchte aber mal Misha als Beispiel nehmen für eine effiziente Bankdrücktechnik, die es ihm erlaubt, einer der stärksten Bencher in seiner Gewichtsklasse zu sein. Dazu nutze ich jetzt hier dieses Video mit 100 Kilo im schönen McFit Lüneburg. Da habe ich auch schon ein paar Mal trainiert. Gibt es auch ein paar Videos von mir, wie ich da trainiere. Ältere, saualte Videos. Ja, Misha hat schon geschrieben, dass sein Kopf hier im Wettkampf auf der Bank bleibt. Also jetzt nicht wie hier bei den 100 Kilo, dass er ihn hochnimmt, die sogenannte Taube macht. Guru, Guru. Also das macht er hier wahrscheinlich im Training nur so, hat er geschrieben.
Also du hast eine absolut ausgereifte Brücke, eine saustabile Position auf der Bank, treibst die Schulterblätter hinten wirklich so stark zusammen, wie es nur geht und hältst die Schultern auch gleichzeitig perfekt unten und das macht eben den Weg der Stange kurz, es gibt dir eine ultimativ stabile Position auf der Bank, also optimal bei gleichzeitiger Einhaltung der wettkampfspezifischen Regeln, zum Beispiel zur Griffweite, das kann ich von hier natürlich nicht erkennen, aber ich denke mal, dass du dich schon ausmaximiert hast, deine Schienbeine stehen vertikal zum Boden. Das erlaubt dir wirklich gut, die Energie aus dem Boden zu ziehen, wie Riser sagen würde. Was ich meine ist, dass du halt dadurch Schub durch die Beine in den Oberkörper treiben kannst. Das sieht man bei dir bei jeder Rap, wenn die Stange die Brust verlässt, wie du einmal anschiebst. Und das ist ganz geil. Leg Drive halt, kommst ein bisschen kraftvoller von der Brust weg. Also insgesamt einfach eine echt schöne Form, die ich hart admire. Also ich wünschte eines Tages so benchen zu können. Und schalten wir jetzt zurück ins fucking Studio. Schrei doch nicht so, Mann. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, wenn du irgendwas für dich mitnehmen konntest. Sendet mir weiterhin Videos auf technik-check@pascalsu.de. Die E-Mail steht auch in der Description nochmal, wenn ich das nicht wieder vergessen habe. Ich bin da irgendwie mega vergesslich in letzter Zeit. Und ja, ich habe eine lange Liste an Videos, also es kann extrem lange dauern, bis ihr drankommt. Und ich nehme auch nicht jeden dran. Also stellt sicher einen Arbeitssatz von euch hochzuladen mit genug Gewicht, damit ich das auch unter Gewicht beurteilen kann. Diese Deutsch. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Pascal Su, checking out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Bisschen besseres Outro heute. Wow. Yeah. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.